Nein, ich hatte die ganze Zeit das Mikrofon aus. Das ist alles für den Arsch, was ich bis jetzt aufgenommen habe. Ich habe gerade so schöne Sachen gemacht. Ich habe mir mein Auto gekauft. Ich habe so viel Kohle verdient. Ich habe so einen geilen Einbruch gemacht. Ich habe mich gerade so köstlich aufgeregt. Und jetzt stelle ich fest, dass alles für den Arsch war, weil das Mikrofon aus war. Die ganze Aufnahme bisher ist ohne Ton gewesen. Aber ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr. Aber was haben wir hier noch für ein schönes Ding? Hallo. Ach, guck mal, hier können wir was machen. Der Wachmann. Da ist die Kamera, da dürfen wir uns nicht blicken lassen. Verdammt. Da läuft ein Wachmann. Da ist eine scharfe Kamera. Das war klar. Das war so klar. Ich muss mich irgendwo verstecken. Bitte, 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 ein Schrank. Ja. Ey, hoffentlich finden die mich hier nicht. Hoffentlich finden die mich hier nicht. Ich muss kurz abtauchen. Ist die Luft schon rein? Wie sieht's aus? Ich glaube, die finden mich nicht. Was denkt ihr? Die suchen an der ganz falschen Stelle. Ich fühle mich etwas sicherer. Komm schon. Aus, Alarm, aus. Sie kommen wieder näher, sie kommen wieder näher. Verzieht euch! Ich gehe nicht wieder in den Knast. Ich will einen Helikopter vollgetankt. Und 2 Millionen US-Dollar in nicht fortlaufend nummerierten Scheinen. Hört es auf? Es hört auf. Es hört auf. Es hört auf. Nur noch ein Stern. Sie sind gleich weg. Sie sind gleich weg. Ja, sie haben aufgegeben. Da ist nur noch der Schnüffler von denen hier. War sie nur noch der Wachmann. War doch hier mal die Tür zu. Und jetzt heißt es, nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Ein Tresor. Ah, verdammt. Die Kombination ist gut gemeint mit mir. Antike Zeitung, die ist sicher ein Vermögen wert, wenn die hier im Tresor liegt. Frage ist, gibt es hier sonst irgendwas von Wert? Das Set nehmen wir mit. Ja, Router nehmen wir. Wir nehmen jetzt alles mit. Wir verlassen den Raum nur noch auf dem Weg nach draußen. Zum Abhauen. Smartphone. Wir lassen uns in dem Haus nirgendwo mehr blicken. Wir gucken einfach nur, dass wir hier rauskommen. Wenn wir hier alles durchsucht haben. Verdammt. Was wollen die mit Geschirr im Schlafzimmer? Leute, seid ihr noch knusper oder was? Ah, okay, nur 159 Dollar. Egal, nehmen wir mit. Ja, komm, nehmen wir jetzt auch mit. Alles klar.
Ab jetzt heißt es abhauen. Aber wie am besten? Wo komme ich hier raus, ohne entdeckt zu werden? Oh, warte mal. Das ist aber auch noch verlockend hier. Cash-Mash. Wir müssen einen ja hier immer alle gleich tasern. Das ist richtig unverschämt. Nur wenn man seine Arbeit hier ehrlich nachgeht. Oh. Nochmal 179 Euro. Dollar. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich nutze es mal und ich verstecke mich kurz. Da läuft nämlich einer rum. Ich habe keine Ahnung, wer das ist und wo er ist. Ist auch nur ein Balkon hier. Und der ganze Garten ist gespickt mit Kameras. Oh. Oh, kriege ich nicht mehr mit die Tasche. Okay. Wie um alles in der Welt kommt man aus diesem Haus raus? Ist doch aussichtslos. Wie soll ich denn hier jemals wegkommen? Oh mein Gott. Lila und rot und rot. Habt ihr Alarmanlagen ausgemacht oder die Kameras? Ich weiß nicht, was ich deaktiviert habe, aber ich habe irgendwas deaktiviert. Risiko, ich will hier runter. Hier runter. Hinweis entdeckt. Kameraposition. Okay, wenn ich jetzt ganz hier laufe, erwischt die mich doch nicht, oder? Oh mein Gott, da ist eine Lady. Ich will nur noch hier raus. Ich will nichts mehr machen. Ich will keinem wehtun. Ich will keinen Ärger machen. Ich möchte einfach hier raus. Hier komme ich aber nicht raus. Ich muss an dem blöden... Habe ich hier wirklich deaktiviert? Ich habe sie wirklich deaktiviert. Nein. Oh Gott, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja. Ja, und jetzt nicht der Polizei wieder in die Hände laufen. Noch nicht mal Passanten. Ich bin wirklich aus diesem Haus rausgekommen. Ich bin tatsächlich aus diesem Haus rausgekommen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin aus diesem Haus raus. Ich bin aus dem Horrorhaus raus. Oh mein Gott. Jetzt nicht der Polizei. Oh, ich bin so unaufmerksam, ey. Ich muss so aufpassen, dass ich der Polizei nicht in die Hände laufe. Die suchen noch nach mir. Ab ins Auto und dann nichts wie nach Hause und das Zeug verscherbeln. Ey, ich habe dieses super seltene alte Zeitungsding da im Inventar. Dafür gibt es bestimmt eine Menge Asche. Direkt bei Black Bay gucken, was es dafür gibt. Oh mein Gott, da ist die Polizei, aber die Polizei kann mich mal. Yeah! In die Freiheit. Nach Hause, nach Hause, nach Hause, nach Hause. Ja, nur ein Stern, weil man mich das eine Mal halt gejagt hat. Na gut, die antike Zeitung, ich sehe es doch, Dollar ist Zeichen davor hier. Das ist wertvoll, das Ding.
Black Bay. Black Bay. Nein. 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 Bitte. Nein. Antiquitäten. $12.000! Diese blöde olle Zeitung ist $12.000 wert. Wir haben $12.000 Bam. Buja. $12.000. So, wie steht's? Wie geht's? Okay, die verlassen jetzt nach und nach das Haus. Und wenn die raus sind, bin ich drin. Mal kurz schauen, gibt es hier noch irgendwelche anderen Fluchtmöglichkeiten? Je nachdem, wie das Ganze läuft. Da hinten ist hier ein Polizist, der nach mir sucht. Okay. Okay, nein, es gibt hier nur die Flucht nach vorne. Da geht der eine Bewohner. Guten Tag. Und da geht die Mrs. Bewohnerin gleich. So, da haben wir eine Kamera. Aber die kann ich austricksen. Das geht. Okay. Jetzt muss nur die Lady noch aus dem Haus raus. Und da geht sie. Oh yeah. Das wird ein Meisterstück. Hallo, guten Tag. Und sie ist weg. Weg. Und wir brechen da ein, da ein. Sie ist weg. Weg. Viel besser als daheim zu sein. So, wo steht jetzt die blöde Kamera? Da. Okay, die stört mich nicht, wenn ich hier lang gehe. Schnell hinters Haus. Damit es keiner sieht. Und dann brechen wir hier irgendwo ein. Alles klar. Wir stecken in den Stühlen fest. Und wir kommen hier nicht... Oh Mann. Das ist ein bisschen nervig bei dem Spiel. Gut, dann versuchen wir es hier nochmal. Hier wird es ja wohl gehen. Jawohl. Wir müssen auch nicht langsam machen. Denn es ist keiner zu Hause. Schlagzeug, Gitarre, ah, die sind immer so schwer. $200 Gitarre, okay, merke ich mir, falls ich später noch Platz haben sollte. No, no, nothing. Nothing, okay. Habe nicht beliebig Zeit, aber ein wenig. Kischmisch. Money. Nein. Ah, das ist doch mal gut. Wir nehmen den weg. Wir nehmen den weg und wir nehmen den weg. So, dann haben wir schon mal die Alarmanlage aus dem Weg. $40 Gemälde, dafür doch nicht. USB-Stick. $25. Kleiner Stick, viel Kohle. Kaffeemaschine ist bestimmt wertvoll, die sind immer wertvoll. Mikrowelle, $90. Na, warte ich erstmal. Maus. $10 Vase. Wo kommen wir denn da hin? So, hier vorne nochmal gucken. $13 Vase will auch kein Mensch. Wir sind Einbrecher mit Stil. Wir nehmen nicht alles. Ah, $5 Handy. Geht. Moment. Einfach so neben der Hauseingangstür. Die sind ja irre. Stell dich mal vor, da käme Einbrecher. Also ein anderer als ich. Hat er so gerumpelt? Außer mir dürfte doch gar keiner hier sein.
Zumindest noch nicht. Oh Mann, ich muss mich beeilen. Die kommen gleich wieder. Ah, wenn man sich beeilen will. Leer. Dein Ernst? Ist hier noch irgendwas Verwertbares? Nein. Ja, komm, der Kelch geht noch mit. Okay, komm, wir hauen jetzt ab. Wir hauen jetzt ab, bevor die nach Hause kommen. Das ist nämlich gleich soweit. Da draußen ist alles voller Fußgänger. Ich muss aufpassen. Dum-di-dum. Das war doch ein Kinderspiel. So, jetzt geht's nochmal zum Pfandleiher. Ne, jetzt geht's erstmal nach Hause. Jetzt geht's nochmal nach Hause. Wir. Nein, 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 nein. Vergiss es. Das ist mein Zeug, das habe ich ehrlich geklaut und das gebe ich auch nicht wieder her. Ist mir egal, was ihr macht. So. Kurz die Geräte entsperren. Und dann let's go. Hey ho, let's go. Ja, Heimlichkeit war nicht gut. Oh, ich bin voll falsch gefahren. Na gut, ihr Lieben, ich glaube, wir haben genug Folgen zusammen. Wenn ihr wissen wollt, was da rausgekommen ist, wenn ihr wissen wollt, wie viel Kohle wir beim nächsten Mal haben, jetzt sind es $16.000, schaltet wieder ein und dann seht ihr, wie viel ich eingelöst habe beim Pfandleiher. Und beim nächsten Mal gehen wir an die dicken Fische ran, ja, an die Häuser, an die wir uns bisher noch nicht rangetraut haben. Und bis dann, halt die Ohren steif und nirgendwo einbrechen, das ist nur ein Spiel. Bis dann, euer Rusch83. Kanal, Abo und Glocke nicht vergessen. Ciao, haut rein.